Veteranenwettbewerb im Rahmen der Bundesliga-Ausstellung. Richter des großen Wettbewerbs, Herr Horst Kliebenstein. Und wir beginnen mit dem Colli Langhaar. Dann der Bearded Colli. Der Border Colli. Der Berger de Brie oder auch Briard genannt. Der Berger de Pyrénées. Haarvariation Langhaar. Der Australian Shepherd. Der Australian Kettle Dog. Der tschechoslowakische Wolfshund. Der Schappendose. Der Lancaster Heeler. Dalmatiner. Rhodesian Ridgeback. Basset Artesien Normand. Der Beagle. Kleinpudel, Farbe Fawn. Und der Toypudel. Der Tibet Terrier. Der Havaneser. Das Löwchen. Und den Abschluss bildet der Mops. Ja, diese Hunde, die Sie hier sehen, waren heute die besten Veteranen ihrer Rasse und müssen am heutigen Tag mindestens 8 Jahre alt sein. Wir haben etliche dabei, die auch wesentlich älter sind. Und Sie haben ja beim Einlaufen gesehen, dass diese Hunde durchaus einen ausgesprochen fitten Eindruck gemacht haben. Löwchen ist schon mal dabei. Der Havaneser auch, der Rhodesian Ridgeback, der Schappendose, der Bearded Collie, ja, das ist die von Herrn Kliebenstein getroffene Vorauswahl. Von allen anderen verabschieden wir uns. Haben Sie weiterhin viel Freude mit Ihren Hunden. Meine Damen und Herren, das sind Oldtimer, das sind Veteranen. Schauen Sie sich das an, das ist doch einfach klasse. So, Herr Kliebenstein schaut sich natürlich jetzt bei allen noch einmal das Gangwerk an. Hat natürlich die große
große Gruppe schon im Vorring einmal angeschaut. Aber jetzt geht es natürlich um die Platzierung. Und jetzt gilt jede Feinheit. Der Rode ist in Ritschbeck. Schabendrus, eine niederländische Hunderasse. Der Bearded Collie. Ja, auch dieser Wettbewerb wird gesponsert von der Firma Grau. Nochmal auch hier unseren herzlichen Dank. So, dann der dritte Platz geht an den Bearded Collie. Platz 2 an den Havaneser. Gewinner des Veteranenwettbewerbs, der Rhodesian Ridgeback. So, wir kommen zum weiteren Veteranenwettbewerb im Rahmen der Herbstsiegerausstellung. Richter dieses Wettbewerbs, schon bekannt hier im weiten Rund, Herr Luis Pinto Teixeira aus Portugal.
Und es geht los mit dem Riesenschnauzer in Schwarz. Eine Nummer kleiner, der Schnauzer in Schwarz. Der Zwergpinscher. Der Leonberger. Der Neufundländer. Die deutsche Dogge in Blau. Und der Broholmer. Normalteckel Langhaar. Samoyede. Sibirien Husky. Der Shiba. Der Wolfspitz. Mittelspitz in Neufarben. Japanspitz. Und der Vasenji. Ja, das sind die Teilnehmer am Veteranenwettbewerb im Rahmen der Herbstsiegerausstellung. Auch hier gilt natürlich, bester Veteran ihrer Rasse heute Morgen. Und mindestens 8 Jahre alt, zum Teil auch erheblich älter. Ich finde immer, es ist eine Freude, in diesem Wettbewerb zuschauen zu können, denn diese Hunde, wenn sie reinlaufen, sie zeigen eigentlich, sie sind fit bis ins hohe Alter und das ist schön, das sieht man gerne. In der Vorauswahl der Teckel, der Samoyede, der Sibirien Husky und der Shiba und der Vasenji. Der Name Shiba tauchte übrigens gestern in den Nachrichten auf. Dieser unglaubliche Hurrikan, der nach Japan eingefallen war, der hat vor allen Dingen in der Region Shiba gewütet. Also der Hundename ergibt sich aus dieser Lokalität dort. Roholmer, ein vielseitig verwendeter Hund. Der Langhaar-Teckel, Standardgröße, also die größte Variante dieser Gruppe. Und der Samoyede.
Siberian Husky. Und der Shiba oder Shiba Inu auch genannt. Und der Barsenyi. Auch hier danken wir für die Unterstützung der Firma Grau. So, der dritte Platz geht an den Siberian Husky. Der zweite Platz an den Barsenyi. Und Platz 1 Gewinner des Veteranenwettbewerbs hier und heute, der Samoyede.